Hallo meine Lieben, ich habe heute etwas gesehen im Internet am Morgen, rein zufällig. Stellt einer die Frage, warum gibt es im Mittelalter kein Aluminium? Warum eigentlich nicht? Ich habe mir gedacht, muss ich euch sagen, warum das so ist. Weil alleine kommt man da schwer drauf. Was gab es denn im Mittelalter an Metallen? Kupfer, Silber, Gold und ein ganz wichtiges, ein ganz, ganz verbreitetes, brauchen wir heute noch. Richtig. Eisen. Könnt ihr euch erinnern, wie Eisen hergestellt wird? Naja, in der Natur, da haben wir irgendwas. Irgendwelche Steine. In denen müsste Eisen drin sein, in gebundener Form. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.